Natürlich ist Teil unseres Roadtrips durch Kroatien auch ein Ausflug zu den Plitvicer Seen. Der Nationalpark bietet vielfältige Wandermöglichkeiten, um die Seen und die Wasserfälle, die man dort findet, zu entdecken. Wir wählen eine Route, die den größten Teil der Seen einschließt und etwa eine Dauer von 6 bis 7 Stunden veranschlagt, die wir auch nahezu benötigen im Laufe dieses Tages. Hat man einmal genug vom Wandern, kann man im Nationalpark Plitvicer Seen sehr leicht auf eine andere Fortbewegungsmöglichkeit umsteigen, sei es der Pendelzug, der zwischen mehreren Stationen hin und her fährt, oder das Boot, welches den größten See einmal überquert und somit es möglich macht, dass ein Großteil der Wanderstrecke auch sitzend übersprungen werden kann. We'll be right back.
vielfältige Tier- und Pflanzenwelt in Kroatien begeistert uns immer wieder. Hier im Nationalpark finden sich in und um die Seen zahlreiche Vögel, Fische, Frösche oder Schlangen, die man immer wieder mit einem Blick erhaschen kann. Diese hier bleibt glücklicherweise lange im Objektiv. Nach diesem wunderschönen Tag bei den Plitvicer Seen und einer erholsamen Nacht in einer Wohnung ganz in der Nähe entscheiden wir uns, Kroatien zu verlassen, Slowenien zu durchqueren und unsere Reise in Italien zum Abschluss zu bringen. Venedig wartet auf uns.